willkommen zu einem weiteren Celebration Opening hier auf diesem Kanal. Die Celebration Ultra Premium Collection sind langsam alle auf dem Markt im deutschen Sprachenraum. Nachdem Smith Toys viele enttäuscht hat und viele auch sehr viel verarscht hat, muss man eigentlich sagen. Und jetzt die Wellen so langsam kommen bei Müller, Spielemarkt etc., GameStop, pp., habe ich endlich meine bekommen und freue mich darauf, sie mit euch aufmachen zu dürfen. Die meisten wissen schon durch viele Openings natürlich, was die Box beinhaltet, aber ich wollte es trotzdem einmal machen. Mir fehlen nur noch ein paar Karten aus Celebration fürs Master Set. Und ich hoffe halt, die wirklich hier drin zu ziehen, weil diese Premium Collection einfach der komplette Wahnsinn ist. Es ist einfach der komplette Wahnsinn. Erstmal ist sie wunderschön. Train on. Und hier nochmal wirklich zu sehen, Train on. Und somit machen wir sie auf, die schöne Box. 2021 Pokémon Celebration, 25 Jahre alt. Und guckt euch das an, das ist einfach godlike as well. So, hier haben wir nochmal ein Celebration Buch, wo natürlich die Karten, die wir hier drin haben, enthalten sind. Okay, aber hier, da fehlt glaube ich noch, die fehlt noch. Ich glaube, die ist im Dings drin. Ich glaube, die beiden sind glaube ich in Lunchbox. Genau, in der Lunchbox sind drin. Und ansonsten sind alle Karten soweit da raus, würde ich sagen. Und deswegen machen wir die erste Box hier unten auf. Und die erste Box beinhaltet einmal den goldenen Pikachu-Ball. Den haben wir hier. Dann haben wir das goldene Pikachu. Sven, auf Center, aber ist egal, es ist einfach. Das Pikachu ist einfach nur schön. Einfach wirklich schön. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Das ist richtig, 17 Celebration Booster in dieser Box drin gehabt. Und der heilige Gral der Pokémon-Karten wird hier enthüllt. Einmal der schöne Pin. Ja, Fokus. Wo ist mein Fokus? Na, Fokus will ich. Da ist der Fokus. Ich finde die Pins generell übertrieben geil. Aber hier sind sie. Ah, hier ist eine Münze. Genau. Münze haben wir auch gemacht. Und hier sind die beiden Gold Cards. Einmal Pikachu. Und einmal der Glurak. Und die sind wirklich aus Metall. Ah, hier haben wir schon viele Punkte drauf. Das ist nicht so schön. Hier oben ist ein bisschen kaputt. Hinten ist einfach auch wunderschön gemacht. Also da kann man nur sagen, Hut ab. Es ist einfach nur genial von der Pokémon Company, was die dieses Jahr gemacht haben. Ich bin mehr als begeistert. Hier haben wir auch nochmal. Das Pikachu sieht besser aus. Es ist einfach nur krass. Es ist einfach nur krass. Einfach wunderschön. So, und dann haben wir noch dritte Box. Und da haben wir eine Goldkarte und ein Farbenstock, drei schaurige Herrschaften und vier Battle Styles. Die Booster werde ich geschlossen lassen, aus dem Grund einfach, ich habe in den ganzen letzten Boostern, in dem ich ETB aufgemacht habe, Mini-Tins, ich habe keine fucking Hits gehabt. Wirklich nicht. Keine fucking Hits. Aber ich gucke jetzt nochmal, ob das wirklich ist, so was beinhaltet. 17 Celebration Booster, genau. Das ist richtig. Somit haben wir alles, was wir aus dieser Box wollen. Würde ich sagen. Ich packe mal die hier rein wieder. Zack, 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 zack. Und wir widmen uns den Celebration Booster Packs. Stück, wie gesagt, und mir fehlt noch, was fehlt mir noch?
das goldene Mew, Mew EX und zwei, drei Billigkarten. Dann habe ich das Set durchgespielt. Und ich wäre super froh, wenn ich das hier in dem Set behalten kann, haben kann. Wäre super schön. So. Dann starten wir einmal in das. Dann haben wir Sternias. Dann haben wir der erste Big Hit, Mega Rayquaza EX. Erste Big Hit. You're welcome. Aber habe ich ja schon. Aber ist kein Problem. Dann. Kochkarte. Dann haben wir ein Cernias. Ein Ho-Oh. Ein Zekrom und ein Solgaleo. Das war keine. Ich denke immer so, alle zwei Booster. Also jedes zweite Booster ist irgendwie ein Hit. Cernias again. Vivental. Yoga, okay. Und ein Sommer sind da wie. Oder ein kleiner. Aber ich hoffe sehr stark, dass ich hier heute mein Master Set vollkriegen werde. Somit haben wir ein Palkia, ein Ho-Oh, ein Grodon leider nur und ein Pikachu Full Art. Dann geht es weiter mit Yveltal. Entschuldigung, wie nicht einfach. Ich versuche es ein bisschen zu ändern. Yveltal, Palkia, Grodon und Lunala. Ein Grodon, ein Ho-Oh, ein Lugia und ein Mew. Naja, bis jetzt geben sie noch nicht so das, was ich mir wünschen würde. Ah, Palkia, Ho-Oh, Lugia und Mew again. Was ist hier los? Bruder, gib mal. Jaiga, Cosmog, Cosmoa und ein fliegendes Pikachu. Cosmorum, Dialga, Rocket Zapdos und Professor Eis. Forschung. Cernias, Kyogre, Grodon again und Surfing Pikachu. Oh the fuck, was ist hier los? Kyogre, Professor Eis, falscher Professor Eis. Den brauchen wir leider nicht mehr. Ich brauche auch nicht den richtigen Professor. Kyogre, Cosmog. Forschung. Ja, das sieht nicht gut aus. Das sieht nach einer Minusbox aus. Please don't do it. Ja. Und einmal Forschung des Professors in Full Art. Dialga. Lugia. So, nochmal ein Rocket Zapdos. Super. Dann haben wir Zekrom, Cosmog, Cernias, Luna und die letzten zwei Booster-Packs aus der Celebration Ultra Premium Box as well. Ein Puller Pikachu und ein Reshiram. Genau, das hat mir auch noch gefehlt. Ein Reshiram Full Art. Haben wir nochmal hier. Sehr schön. Na, dieser Fokus nervt mich einfach. Da haben wir das Reshiram in Full Art. Jo. Also das hat mir noch gefehlt. Alles andere habe ich leider schon. Die Box war jetzt nicht so krass, wie ich es mir gewünscht hätte, wie bei anderen das gesehen habe. Aber es ist okay. Es ist okay. Ne? Nimmt man mit, man freut sich und gut ist. Alle, die sich natürlich die Boxen noch holen werden, wünsche ich viel Glück da draußen und behalte sie schön, ne? Für Weihnachten, weil es teurer werden. Deutschkopf kriegt kein Reprint. Ne? Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Howdy-do.